Übe noch einmal den Unter- und Übersatz. Genauso wie wir beim Fingersatz manches Mal einen stummen Fingerwechsel anwenden, um Legato spielen zu können. Gibt es beim Pedalspiel einen stummen Wechsel? Du wechselst auf der Pedaltaste den Fuß, ohne die Taste nochmals anzuschlagen. Beim Spitze- und Absatzspiel spielen wir genau genommen mit der Ferse. Als Zeichen dafür benutze ich diese kleine Kugel. Die Klammern über oder unter den Noten geben an, welche Töne mit einem Fuß gespielt werden. Die Grundstellung der Füße ist nach außen gerichtet. Spitze Absatz von innen nach außen kommt nur selten vor. Wenn du Obertasten anbindest oder mehrere Töne mit einem Fuß spielen musst. Beim Legato-Spiel achte darauf, dass du die Töne genau miteinander verbindest. Spiele kein Überlegato, sondern so. Beim Staccato, welches mit Punkten über der Note angezeigt ist, bleibe dicht an den Tasten. Das ist nur eine kleine Bewegung aus den Fingern.